Hallo, heute geht es um die zentralen Irrtümer von Scientists for Future, besonders Professor Volker Quaschning von den Scientists for Future. Warum liegen die daneben und sozusagen warum tragen die mit wesentlich dazu bei, dass Fridays for Future und Greta Thunberg scheitern müssen? Ja, Professor Quaschning hat in mehreren Reden ganz klar gesagt, dass er von Frau Merkel eine gewaltige Steuererhöhung möchte oder verlangt oder fordert, die also das Ausmaß, das biblische Ausmaß eines John F. Kennedys haben soll, der damals, als es darum ging, dass die Amerikaner den Russen zeigen wollten, dass sie die überlegene Gesellschaftsform sind, und deswegen hat damals John F. Kennedy gesagt, wir wollen die Ersten auf dem Mond sein, vor den Russen sozusagen. Und dann haben die Bürger es akzeptiert, dass er eine gewaltige Steuererhöhung gemacht hat und dann Milliarden von Dollars verplempert hat für ja so ein bisschen Mondtourismus, ja, sozusagen, nur weil die Amerikaner so aufgehetzt waren in ihrem Hass gegen die Russen, dass sie aus diesem Hass heraus bereit waren, so viel wirtschaftliche Nachteile und so viel steuerliche Nachteile auf sich zu nehmen. Jetzt haben wir aber in Deutschland diese Situation nicht, und ich glaube nicht, dass auch nur die geringste Chance besteht, dass Frau Merkel einer solchen Aufforderung folgen wird. Also das heißt, das, was die Scientists for Future 2 quasi als Konzept haben, ist sozusagen uninteressant, denn in Deutschland wird es keine Mehrheit geben für solch eine riesige Investition. Vor allem, was ist auch der Denkfehler dabei? Wir müssen uns klar sein, es geht bei allen Kämpfen um die Mülleimer der Erde. Ja, also sozusagen, die Leute schütten ihren ganzen Dreck ins Meer, solange das Meer noch einigermaßen sauber ist und es noch nicht allzu sehr auffällt. Und irgendwann wird es halt der Dreck im Meer immer mehr, bis es halt irgendwann sehr auffällt und irgendwann alle Beteiligten den Dreck auch essen müssen oder also auch wieder abkriegen und es nichts Sauberes mehr im Meer gibt. Und dann wird man vielleicht irgendwann zu einem weltweiten Abkommen dazu kommen, dass man jetzt in Zukunft alle Staaten gleichermaßen auf der Erde den Dreck im Meer verhindern. Und so ähnlich ist es wohl auch bei dem CO2, da heißt das Meer, handelt es sich um das Luftmeer, die Atmosphäre sozusagen. Und dieses Luftmeer, sozusagen, da geht es auch wieder darum, wann ist dieser Mülleimer voll, also wann reicht es, wann wird die Sache so schädlich, dass wirklich alle irgendwann dann vielleicht zu einem weltweiten Abkommen kommen und jeder sozusagen den gleichen Preis für CO2-Ausstoßungen bezahlen muss, sodass dann also irgendwann Schluss ist. Und jetzt ist es halt aber so, dass im Moment scheinbar es noch nicht danach aussieht, dass ein weltweites Abkommen kommt, denn dieses weltweite Abkommen müsste ja auch besonders kommen von den ärmsten Ländern der Erde, die aber darauf bestehen, einen Nachholbedarf zu haben beim CO2. Und da ist natürlich dann so, dass wenn die ärmsten Länder nicht bereit sind, mitzumachen bei einem solchen weltweiten CO2-Abkommen und das nicht initiieren, dann wird einfach das passieren, dass die reichsten Länder der Erde eben von sich aus nichts tun werden, was ja Trump sehr schön zeigt, weil die Scientists for Future 2, also die neuen Galileis, die haben ja auch die sogenannte neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre mitgebracht als neue Galileis quasi in die weltweite Diskussion.
Und diese naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre besagt ganz klar, jeder Staat der Erde erlebt sich und auch die Bürger des Staates empfinden sich natürlich in einem Wettbewerb mit jedem anderen Staat der Erde. Ja, also Sie sehen es ja auch bei jeder Olympiade und überall. Die deutschen Sportler wollen gerne die Besten sein, die amerikanischen Sportler wollen gerne die Besten sein, die russischen Sportler wollen gerne die Besten sein und so weiter. Also die chinesischen Sportler wollen die Besten sein. Interessieren sich die Bürger eines Staates immer nur für die Ergebnisse ihres Staates. Und niemals interessiert sich in Wirklichkeit irgendein Staat für andere. Also wir wissen ja mittlerweile auch, dass die Entwicklungshilfe meistens die Länder beschädigt und eigentlich nur ein Vorwand ist für modernen Kolonialismus, also für modernes Ausplündern von anderen Staaten und so weiter. Also eine echte Entwicklungshilfe wird es wahrscheinlich gar nicht gegeben haben. Die Leute haben immer nur Sachen gemacht, die dann eben wieder dem jeweiligen Staat, der die scheinbare Entwicklungshilfe macht, eben Gewinne gebracht haben. Und so wird das eben auch sein, dass die deutschen Bürger und die französischen und die amerikanischen und die russischen und chinesischen Bürger sich in Wirklichkeit überhaupt nicht dafür interessieren, was mit anderen Ländern ist und ob die Opfer von Klimaschäden werden sozusagen. Und jedes Land weiß eben, Frau Merkel weiß eben auch, so viel Wissenschaftlerin ist sie schon noch, dass sie eben weiß, dass wenn Deutschland jetzt als erstes den Vorreiter wirklich spielen würde, und Deutschland hatte ja mal so eine Vorreiterrolle gehabt, so ein bisschen, aber die hat Frau Merkel jetzt natürlich in jeder Hinsicht zurückgedreht. Man kann jetzt sagen, dass Deutschland wahrscheinlich jetzt mittlerweile eben kräftig hinterherläuft und weit davon entfernt ist, ein Vorreiter zu sein, weil man nämlich begriffen hat, dass es nichts nützt. Wenn ich den Vorreiter spiele, dann belaste ich meine eigenen Bürger, belaste ich die eigenen Wähler, belaste ich die eigene Wirtschaft, die eigenen deutschen Unternehmen und dadurch werden die Unternehmen finanziell geschwächt, haben eine schlechtere Chance im Wettbewerb, es gehen deutsche Arbeitsplätze verloren, wandern in andere Länder ab und so weiter und Deutschland ist ja sowieso auf dem absteigenden Ast, wenn man die PISA-Studien sich anschaut, ruiniert Deutschland den Rest an wirtschaftlichem Erfolg, den es jetzt noch hat, dann völlig und am Ende geht Frau Merkel als die Kanzlerin in die Geschichte ein, die Deutschland einen beispiellosen Niedergang gebracht hat und das will sie nicht. Sie will in den Geschichtsbüchern noch einigermaßen gut davon kommen. Ne? Und von daher ist es so, dass sozusagen eine solch gewaltige Steuererhöhung einfach niemand in Deutschland will, also wird das nicht kommen. Und jetzt kommen die Scientists for Future 2, die neuen Galileis schon ins Spiel und leider sind die Scientists for Future 1, Professor Quaschning und so weiter, leider nicht kompetent genug, um verstehen zu können, dass das die einzige Chance ist, Deutschland in eine Vorreiterrolle zu bringen. Nämlich wir haben das historische Glück, dass die neuen Galileis zufällig zwischen Berlin und Wien stattfinden, also überwiegend deutschsprachig und deutsche Professoren sind und dass wir dadurch die historische Chance haben, dass wir in Deutschland durch gekonnte Reformen weg vom Kapitalismus sozusagen bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr volkswirtschaftlichen Gewinn erzielen können, was Deutschland so reich machen würde und so wirtschaftlich stark machen würde, dass es daraus heraus, aus diesem bis zu 500 Milliarden pro Jahr Extragewinn sozusagen, aus dem heraus könnte sich Deutschland eine Vorreiterrolle beim Klima leisten.
und könnte dann sozusagen im nächsten Schritt sagen, ja, liebe USA, liebe Sowjet, liebes Russland, liebe China, liebes Indien, ihr kriegt auch, wir beraten euch auch, aber nur dann, ihr kriegt nur dann diese Reformen, wenn ihr auch den gleichen Prozentsatz wie Deutschland dann für Klimaschutz in euren Ländern ausgibt. Und dann haben wir tatsächlich so eine Vorreiterrolle. Und wenn dann also sozusagen die Länder der dritten Welt gesehen haben, dass die erste Welt sozusagen vieles geleistet hat und vieles schon mal investiert hat in die Klimaneutralität, dann wird vielleicht die dritte Welt auch bereit sein, einem weltweiten Abkommen zuzustimmen. Und dann wird die dritte Welt sagen, okay, jetzt hat die erste Welt so viel geleistet und wir sind jetzt auch bereit zu sagen, okay, wir zahlen jetzt in Zukunft genau den gleichen Preis für eine Tonne CO2-Ausstoß wie die erste Welt, wie die Staaten der ersten Welt. Und so kommen wir dann sozusagen zu einer besseren Welt, wenn es dann noch irgendwie dazu kommt, dass die Professoren sozusagen nicht nur die ersten 10, 20 Staaten der ersten Welt sozusagen reformieren, sondern dann auch noch sich die Zeit nehmen würden, die anderen 180 Staaten der Erde zu sanieren, dann hätten wir die ideale Welt. Dann hätten wir eigentlich die ideale Weltsituation. Die Menschheit könnte glücklich und zufrieden und gesund weiterleben und wir hätten einen riesigen Wandel, weil wir den bösartigen Kapitalismus, der wie ein Krebsgeschwür, wie eine schreckliche Krebserkrankung mittlerweile seit 400.000 Jahren auf der Menschheit lastet, wie ein Fluch sozusagen, weil wir den beendet hätten und diesen Krebs überwunden hätten sozusagen, dieses Krebsgeschwür Kapitalismus sozusagen. Ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Ich fasse nochmal zusammen. Professor Volker Quaschning und die anderen Scientists for Future 1 sozusagen, denen fehlt leider die wissenschaftliche Kompetenz, überhaupt da zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind und wie das alles zusammenhängt. Und leider fehlt denen auch die Kompetenz, erfassen zu können, dass die neuen Galileis eben genau das können, was alle anderen nicht können, nämlich diese bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland Wirtschaftswunder zu erzielen. Ja, und dass eben, nach wie vor, eigentlich ist es so, Fridays for Future und Greta Thunberg wollen das Unmögliche. Und das Unmögliche erfordert dann, dass man jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, bei Kopernikus, bei Kepler, Galilei, Newton, bei Gregor Mendel, bei Wallace und bei Charles Darwin, haben die Wissenschaftler immer alles getan, um die jeweiligen neuen Galileis zu bekämpfen und dagegen zu sein und so weiter, weil da vielleicht auch wissenschaftlicher Neid eine Rolle spielt und so weiter. Und wenn Greta Thunberg und Fridays for Future was erreichen wollen, dann muss jetzt mal diese Unfähigkeit der Menschheit, die neuen Galileis frühzeitig zu akzeptieren, das muss halt aufhören. Also entweder Fridays for Future und Greta Thunberg nehmen sich ganz viel Zeit, um halbwegs zu kapieren, wie der Reformansatz der Scientists for Future 2, also der neuen Galileis, aussieht. Und sie bringen den in die öffentliche Diskussion und wir überwinden quasi, schaffen es, dass es nicht wieder 100 Jahre dauert, bis die Scientists for Future 2 dann geehrt werden für ihre Erkenntnisse sozusagen, sondern wir schaffen es, dass es sofort geschieht. Nur dann kriegen wir die Kurve für die Menschheit noch. Ansonsten ist es einfach nicht möglich. Das heißt also, entweder wir schaffen es, diesen Kampf der schlechten Wissenschaftler gegen die besten Wissenschaftler, der bei Kopernikus, Kepler, Galilei überall immer eine Rolle gespielt hat, dass die schlechten Wissenschaftler immer gegen die besten Wissenschaftler waren und gekämpft haben. Entweder das hört jetzt auf und die
Fridays for Future, Greta Thunberg und Scientists for Future 1 sagen, ja, wir müssen jetzt mal diskutieren über den Lösungsansatz der Scientists for Future 2 in jeder Talkshow weltweit, oder es wird alles scheitern. Ja, alles klar, bis bald, tschüssi.